Hallo zusammen, hier ist wieder Euchala und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg hier in Serra Mortis. Und zwar schimpft sich der Erfolg Dünendominanz. Und für diesen müssen wir Folgendes machen. Schließt die unten aufgelisteten besonderen, seltenen Begegnungen in Serra Mortis ab. Einmal müssen wir töten Iska, Vorreiter des Ruins, dann den obersten Häscher Damaris und Reanimatrox Marsan, so rum. Und wenn wir diese drei besiegt haben, dann gibt es ein Arsenal Waffen der glorreichen Herrschaft. Das sind einfach ein paar Teamwork-Vorlagen, die ganz nice aussehen. Übrigens, es gibt auch noch mehr Teamwork-Vorlagen bei den einzelnen Rares, die wir hier töten müssen. Und wo die sind, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir befinden uns einmal in der neuen Zone und dann hier oben auf den Koordinaten 63, 24 bin ich jetzt hier, ne? Das ist so ein Safe-Spot, wo man die Rares am besten campen kann. Und die Rares an sich spawnen dann hier in der Mitte auf 63, 26. Und da sind alle drei Stück. Jetzt ist es aber so, dass es nicht ganz so einfach mit diesen drei Rares ist, denn die haben eine sehr, sehr lange Respawn-Zeit. Es wird vermutet 2 Stunden aufwärts. Ich habe hier teilweise schon x Stunden gewartet und es ist keiner gespawnt. Die meisten Kills konnte ich tatsächlich dadurch holen, dass ich dementsprechend ein bisschen geserverhoppt bin in Gruppen rein, die dementsprechend Iska drinstehen haben oder Marzahn oder dementsprechend halt der oberste Häscher Damaris. Am besten immer die Eigennamen von den Mobs nur ins benutzerdefinierte Tool reinschreiben. Dann nehmt ihr auch Gruppen mit von anderen Sprachen. Ne, wenn ihr einfach nur Iska reinschreibt, dann kommt ihr auch in englische Gruppen ganz gut rein. Wie habe ich das gemacht? Ich bin einmal hier ins Tool und dann dementsprechend einmal unter Benutzer definiert und dann zum Beispiel Isk für Iska und immer mal wieder refreshed. Iska ist nämlich auch einer der Mobs, die unter anderem einen Mount droppen können, beziehungsweise nicht Iska an sich, sondern das Reittier, auf dem Iska sitzt. Das ist bei allen drei Rares so, dass die auch erstmal spawnen, dann könnt ihr sie 2 Minuten lang nicht angreifen. Sie sitzen auf einem Reittier, ihr könnt nur dieses Reittier targeten, killt das Reittier und wenn ihr das Reittier gekillt habt, dann kommen ein paar Sekunden später der Rare raus, den könnt ihr umhauen und der Rare droppt dann dementsprechend auch nochmal Waffenvorlagen, die auch zu dieser Waffenvorlagenfamilie passen vom Aussehen her. Und bei Iska im besonderen Ruf ist dem sein Reittier, der droppt nochmal diese schöne Schlundratte, die ich mir jetzt schon geholt habe. Dazu habe ich aber auch schon ein anderes Video gemacht. Ihr seht schon, wo ich jetzt hier gerade stehe. Quasi in der Nähe von dieser Kugel, da könnt ihr relativ gut campen. Hier sind nämlich ein Haufen Elite-Mobs und wenn ihr das mit irgendeinem low-equipteren Char macht, ist es ganz entspannt. Wenn ihr hier steht, dann könnt ihr einfach euch hier hinstellen, immer mal wieder für die Mobs. Ah, schon mal, da haben wir zum Beispiel Iska. Qen, warten, dass eine Gruppe drin ist. Dann kommt er hier, ihr seht, da ist Ruf, das ist dem sein Mount, ne, das dann auch hier diese Schlundratte droppt. Es ist noch immun, den müsst ihr umklopfen und dann könnt ihr, sobald Ruf tot ist, Iska töten. Und so funktioniert das mit den anderen beiden auch. Diese droppen, wie gesagt, alle Waffen und wir haben dann über dieses Arsenal bekommen wir dementsprechend dann auch noch ein paar T-Mog-Vorlagen. Ich habe euch schon mal ein bisschen was rausgesucht und zwar unter anderem hier ein paar von diesen T-Mog-Vorlagen. Das hier bekommt ihr zum Beispiel, ne? Haben wir einmal, dann haben wir diese T-Mog-Vorlage, die ihr bekommt, diese T-Mog-Vorlage, diese sind, glaube ich, noch ein paar mehr. Und die haben alle ja eine einheitliche Linie vom Aussehen her. Und einige andere Varianten droppen dann von den Mobs an sich auch noch. Ja? Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel Ruf töten, dann hätte man nochmal eine Chance aufs Mount. Und ihr seht, kurz nachdem der Mob tot ist, spawnt dann Iska. Das ist eigentlich ein Rare, aber ich habe den heute schon 2-mal gekillt, um mir halt quasi das Mount zu fahren. Gut, soweit zu dem Achievement. Viel ist es nicht, seht ihr. Am besten stellt ihr euch auf einen Safe-Spot und macht hoppt halt Gruppen durch, weil Campen kann teilweise mehrere Stunden dauern, bis die hier wieder auftauchen. Gut, ich hoffe, damit habe ich alle Fragen beantwortet. Sollte noch irgendwas offen geblieben sein, könnt ihr mir gerne alles in die Kommentare schreiben. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.